Willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, bei Dwarf Fortress. Ja, wir gucken jetzt als erstes mal, was unsere Wasserzufuhr so macht. So, Pause weg. Ja, das Wasser hier wächst stetig. Der untere Teil ist schon gefüllt. Und der obere füllt sich auch langsam, aber sicher. Sehr gut. So, was haben wir noch zu tun? Also, hier werden Knochen zu Totems gemacht, also Schädel. Ambosse werden eingeschmolzen. Wie viel Kohle haben wir denn noch? Mal gucken. Bars scheinen wir ziemlich viel zu haben. Ah, 19. Und wir haben jede Menge Iron Bars übrigens. So. Dann gucken wir mal hier oben. Küchen sind neu gebaut worden, wenn ich das richtig sehe. Jupp. Die hätten wir vielleicht aus Granit bauen sollen. Die sehen nämlich jetzt ein bisschen komisch aus, aber egal. Hier ist alles gebaut. Hier ist auch alles gebaut. Sehr schön. Die Dinger sind ausgehoben. Dann würde ich mal sagen, die Brücke ist gebaut. Ist die Brücke schon mit einem Lever gelinkt? Du da. Dich wollten wir mit einer Brücke verlinken. Genau, mit dieser Brücke hier nämlich. So. Gut, da steht ein Fass bei unserem Anführer im, im Zimmer. Hier ist ein Pinienkiste. Ich kapiere immer noch nicht, wo könnten Artefakte noch landen. Weil hier habe ich überall Artefakte ausgeschaltet. Jupp. Hier können sowieso keine landen. Hier habe ich Artefakte auch ausgeschaltet, ja. Hier habe ich Artefakte ausgeschaltet. Und hier auch, oder? Jupp. Jupp, jupp. Das hier ist ein Furniture Stockpile. Hier sind Artefakte ausgeschaltet. Sind hier Artefakte ausgeschaltet? Ja, sind sie auch. Hier ist ein Bars Block Stockpile und Gem Stockpile. So, das war's auch schon. Ich sehe jetzt nirgendwo, wo das Zeug gelagert werden könnte. Also die Artefakte. Also wenn jemand einen Tipp hat, wo meine Artefakte abgeblieben sein könnten, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. So, ich gebe dem Ding auch gleich mal noch einen Pull-Befehl. Damit es gleich hochgezogen wird. Und da müssen wir doch die Rampen unten entfernen. Deswegen Designation Downward Stair. Hier eine Downward Stair bitte. So, machen wir da schon mal eine Stair hin. Und dann gehen wir mit Designation hier runter. Up, Down, Stair, Way ist I. Und gehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tief. So, mal sehen, wo wir dabei rauskommen.
So. Gut. Und hey, sie üben doch. Sehr schön. Doing, doing. Und sie schießt auf verschiedene Ziele. Nur leider scheinen dadurch die Bolzen ganz kaputt zu gehen, was auch nicht so schön ist. So. Ah, Brücke ist runtergelassen. Dann hol sie mal wie. Hochgezogen, dann lass sie mal bitte wieder runter. Pull Lever. Und dann warten wir mal, bis ein Zwerg kommt und da anfängt zu graben. Dann ziehen wir wieder hoch, dass der die Ramps removen kann. Na komm, irgendwann muss einer kommen. Hat irgendeiner einen passenden Befehl? Oder sind jetzt alle irgendwie am Trainieren? Picken müssten wir genug haben für sowas. Warum liegt hier Zeug, hier Essen rum? Warum liegt hier Essen rum? Muss ich das verstehen? Also bei mir sind meine Zwerge echt komisch. Alkohol haben wir noch mehr als genug. Und ja, es fängt einer an, Treppen zu machen. Also Pause. Lever. New Task. Pull Lever. So, und dann Designation. Remove upstairs ramps. So. Gut. Jetzt kann das Ganze weitergehen. Also bis jetzt noch. Super, ich habe eine Kaverne gefunden. Ja, er konnte sich gerade noch an der Treppe festhalten. Sehr schön. Und hier ist überall Hängneismauern. Also ja, wir haben unsere erste Kaverne gefunden. Und die müsste jetzt anfangen, Sporen zu verteilen. In unserem, genau. In unserem Vor. Und auf dem Lehmboden, den wir hier haben, müssten die Sporen jetzt wachsen können. So. Wie kriegen wir dich da wieder weg? K. Du machst uns mal einen Gang hier. Hierhin. Ups. Hier unten nicht. Bitte. Sondern nur eins drüber. So, dann bist du schon mal hier raus. Und wir können den Lever wieder pullen. So. Task, Pull Lever. So. Sehr gut. Wow, 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 wow. Pause, Pause. Add Task. Ich habe
vergessen, hier den Lever zu pullen. Unsere... ja. Unsere neue Wasserhöhle läuft gerade total über. Das sollte eigentlich nicht passieren. Kommt schon, jemand sollte den Lever da pullen. Und am besten erst einmal den anderen auch. Ja, renn ein bisschen schneller, bitte. So. Von hier aus dürften wir dann wieder mit einem Downward-Stairway klarkommen. Und von da aus, also hier haben wir einen Downward-Stairway. Geben wir den nochmal sicherheitshalber in Auftrag. Dann Up-Down-Stairs bis hier. Und dann noch eine Upward-Stair hier. So. Und von hier aus geht es dann hier in die Kaverne. So. Ich hoffe mal, das Wasser kann jetzt abfließen, was überschüssig ist. Ja. Sehr gut. Das heißt, mit I können wir jetzt hier eine neue Zone deklarieren. Das wird unsere Water Source und unser Fishing. So. Und wir müssen noch in die Orders gehen. Hier müssen wir nämlich auch noch irgendwas einstellen. Ignore Food, Gather Food, Gather Aliens, Activity Zone Orders. Zone Only Drinking, Breather Drinking Zone. Ja, und stellt das beides auf Zone Only. So. Jetzt werden sie nur noch in den Fischerzonen fischen und trinken wollen. Und da wir hier noch eine Zone haben, bitte weg mit der. So. Hier liegt übrigens noch ein Salmon rum. Beziehungsweise viel Salmon. Hier ist nämlich ein Haufen Salmon in diesem Tümpel. Hä? Wie auch immer der in diesem Murky Pool gelandet ist. Ist bei uns hier unten was drin? Nö. Gut. Das heißt, meine Fischer... Bist du ein Fischer? Du siehst eher aus wie ein Farmer. Das heißt, meine Fischer müssten eigentlich normalerweise jetzt hier unten fischen gehen. Ach nee, du bringst nur Müll weg. Und ja, das mit meinem Refuse Stockpile scheint zu klappen. Sehr schön. Okay, ich habe mich in die Kavernen vorgegraben. Die sind natürlich größtenteils noch gar nicht erkundet. Was für Gestein gibt es hier unten? Diorit. Aha. Und du bist Gneis. Wofür auch immer Gneis gut sein soll. Was ist das? Ach, so ein Fungiwut. Ah, sieht schon mal nicht so prickelnd aus hier unten. Ich hatte mir eigentlich etwas mehr erhofft. Aber wir wissen jetzt wenigstens, bis wohin die Kavernen gehen. Und wie man wahrscheinlich schon sehen kann, ja, überall breitet sich jetzt langsam das pilzige Zeug aus. Ja, Cave Moss, Fungus und so weiter. Und da wachsen dann Bäume und hier Schwabs. Schwabs und noch mehr Schwabs. Ah, da ist schon sogar schon der erste kleine Pilz hervorgekommen. Unser erster junger Fungiwut. Die wachsen dann langsam aus. Werden zu großen Pilzen, die wir dann wegholzen können.
Und die können wir dann eben für unsere ganzen Sachen verwenden. Also hauptsächlich verbrennen und so weiter. Aber bis das soweit ist, sind wir dann halt noch auf Holz von der Außenwelt angewiesen.